Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Kommen Sie in den Plenarsaal. Und erlauben Sie mir eine kurze Vorbemerkung aufgrund der aktuellen Ereignisse in Israel. Seit Tagen steht Israel unter dem Beschuss mit tausenden Raketen der terroristischen Hamas. Nichts rechtfertigt Raketenangriffe aus dem Gazastreifen oder wo sonst noch her auf den jüdischen Staat. Die Massivität der Attacken zwingt Israel zum Handeln, und unsere Gedanken, aber auch unsere Gebete sind bei allen Opfern dieses furchtbaren Konfliktes. Und es ist enttäuschend, dass der UN-Sicherheitsrat sich nicht auf eine eindeutige Erklärung einigen kann, denn Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und wenn unsere Freunde und Partner in Israel attackiert werden, dann müssen wir Flagge zeigen. Wir Deutschen haben eine besondere Verantwortung für dieses Land und für seine Menschen. Und wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, der stößt immer und überall auf unseren erbitterten Widerstand. Und deswegen gilt, wir stehen fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass dieser Tage infolge des Konfliktes auch in unserem Land, ausgerechnet in Deutschland, jüdische Synagogen mit Steinen beworfen, antisemitische Parolen skandiert und israelische Flaggen verbrannt werden. Das ist unerträglich und das ist beschämend. Deswegen sage ich auch das in aller Klarheit: Für als Israel-Kritik verbrämten Antisemitismus ist in unserem Land kein Platz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit unserer letzten Sitzung ist eine ehemalige Abgeordnete verstorben, derer wir gedenken möchten, und ich darf Sie daher bitten, im Alter von 84 Jahren ist am 15. Mai 2021 die frühere Abgeordnete Inge Felte verstorben. Sie wurde am 7. November 1936 in Mörfelden geboren und nach ihrer Ausbildung und Tätigkeit als kaufmännische Angestellte schloss sich über 15 Jahre die Mitarbeit im Familienunternehmen an. Von 1975 bis zur Erlangung des Landtagsmandates war sie hauptberufliche Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbandes Groß-Gerau. 1969 trat Inge Felte in die CDU ein und sie war lange kommunalpolitisch aktiv. 1987 wurde sie dann Abgeordnete des Hessischen Landtages, dem sie bis 2003 angehörte. Während ihrer Zeit als Abgeordnete war Inge Felte in den Jahren 1993 bis 2003 stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag und gehörte unter anderem dem Hauptausschuss, dem Sozialpolitischen Ausschuss, dem Kulturpolitischen Ausschuss und der Enquetekommission künftige Aufgaben des Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert an. Und Inge Felte war auch nach ihrer Zeit als Abgeordnete dem Hessischen Landtag eng verbunden. So war sie von 2003 bis 2018 Vorsitzende und im Anschluss daran Ehrenvorsitzende der Vereinigung ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Bevor wir endgültig in die Tagesordnung eintreten, möchte ich an dieser Stelle auf die Konferenz zur Zukunft Europas, die am 9. Mai, also dem Europatag, mit einem Festakt in Straßburg offiziell eröffnet wurde, verweisen. Der Diskussionsprozess
soll ein Jahr lang dauern, bis zum Frühjahr 2022. Die Konferenz wird überwiegend pandemiebedingt online stattfinden und es wird hierzu eine digitale Plattform bereitgestellt. Auch der Hessische Landtag wird auf seiner Homepage diese Plattform für einen Dialog bieten und ich darf Sie alle bitten und aufrufen, daran kräftig teilzunehmen. Ich will Sie auch noch auf Folgendes hinweisen. Sie haben es vielleicht schon gesehen, gehört, gespürt und was auch immer, nämlich dass es mit den Bauarbeiten hier an unserem Stadtschloss weiter vorangeht. Das Schlossdach des Ostflügels ist fertiggestellt und in der vergangenen Woche konnte die Fotoplane an der Außenwand entfernt werden. In den nächsten Wochen wird dann auch das Gerüst vollständig entfernt sein und dann haben wir einen unverstellten Blick auf die Fassade unseres schönen Stadtschlosses. Und das führt dazu, dass ich jetzt die 73. Plenarsitzung des Hessischen Landtages eröffnen darf und die Beschlussfähigkeit feststellen kann. Die Tagesordnung vom 11. Mai und auch der Nachtrag vom heutigen Tage liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag entnehmen können, sind Top 76 bis Top 81 sechs Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen, die wir nach der Geschäftsordnung entsprechend aufrufen am Donnerstag. Hier haben wir eine Sondersituation. Wir rufen die Tagesordnungspunkte 97 und 79 gemeinsam auf. Das heißt, hier ist eine Redezeit von 7,5 Minuten vereinbart. Die anderen aktuellen Stunden haben eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion. Und noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein dringlicher Antrag der Sozialdemokraten betreffend Impfgeschehen, Impftempo und Impfquote, Drucksache 205784. Beharren Sie die Dringlichkeit, das ist der Fall, dann wird dieser dringliche Antrag Top 85 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit den Tagesordnungspunkten 11, 12 und 83, das sind die Mitteilungen der Landesregierung, aufgerufen werden. Ebenfalls noch eingegangen ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Glasfaserausbau beschleunigen, Drucksache 205785. Darf auch hier fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 86 und kann mit Top 58, das ist der Setzpunkt der Freien Demokraten, zu dem Thema aufgerufen werden. In der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer heute Morgen haben wir vereinbart, dass der Top 33, das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, betreffend Autobahn 49, Drucksache 204206, nach der Behandlung im Plenum in den ULA überwiesen wird und nicht wie ursprünglich vorgesehen in den WVA. Auch da sind alle einverstanden. Für Top 75, das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, haben wir festgelegt, dass über die Petitionen 1053 aus 20 und 1463 aus 20 am Mittwoch eine Aussprache mit einer Redezeit von 5 Minuten erfolgen wird. Diese Petitionen werden am Mittwochabend getrennt abgestimmt. Die AfD-Fraktion hat mir ein Schreiben zugesandt vom 17. Mai, mit dem sie beantragt zu dem Bericht des Haushaltsausschusses eine Aussprache. Der Aufruf erfolgt als Top 84 am Mittwoch vor den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse und zwar mit einer Redezeit von 5 Minuten. Die Mitteilung der Landesregierung zu der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Drucksachen 5684, 5685, 5758, werden gemeinsam am Mittwochabend vor dem Aufruf der Beschlussempfehlungen zu den Petitionen mit einer Redezeit von 7,5 Minuten und zwar unter Top 11, 12 und 83 aufgerufen. Und wie eben erwähnt, erfolgt der Aufruf dann zusammen mit dem Top 84. Das ist der dringliche Antrag der SPD. Wir haben interfraktionell vereinbart, dass Top 8, das ist die zweite Lesung des Gesetzesentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Ausführung des IT-Staatsvertrages 205754 zu 205527 am Donnerstag ohne Aussprache aufgerufen und dann am Donnerstagabend auch abgestimmt wird und noch eingegangen. Und in den Fächern verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD zum Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen. Der Änderungsantrag hat die Drucksachennummer 205783, wird dann zusammen mit Top 6, das ist die zweite Lesung des Gesetzesentwurfs der AfD, am Mittwoch aufgerufen. Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen haben mitgeteilt, dass der unter Top 44 aufgeführte Entschließungsantrag
der Fraktionen Mehrsprachigkeit als Gewinn, Drucksache 20-5547 zur abschließenden Beratung in den KPA überwiesen werden soll. Dem widerspricht keiner, dann machen wir das auch so. Die Fraktion der SPD bittet darum, Top 49, das ist der Antrag der Fraktion der Sozialdemokraten, Kodex für gute Arbeit, Drucksache 20-5638 zusammen mit der Regierungserklärung aufgerufen wird. Können wir so verfahren? Dann machen wir es so. Und ich kann Ihnen noch mitteilen, dass wir uns darauf verständigt haben, dass am Plenarmittwoch eine zweistündige Mittagspause eingeplant ist. Und es müsste auch im neuen Ablaufplan so entsprechend ablesbar sein. Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung für die 73, 74 und 75 Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Gibt es Einwände, dass wir die so genehmigen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem Ablaufplan sieht es so aus, dass wir heute voraussichtlich bis 18.40 Uhr tagen. Wir beginnen mit Top 1, das ist die Fragestunde. Danach kommt die Regierungserklärung der Ministerin für Wissenschaft und Kunst mit dem Titel Die hessische Hochschulstrategie, Verlässlichkeit als Antrieb für Chancengerechtigkeit und Mut. Und wir haben uns wieder darauf verständigt, dass wir am Ende der Sitzung gebündelt über die Gesetzesentwürfe und die zur Abstimmung stehenden Initiativen abstimmen. Ich will Sie noch einmal darauf hinweisen, dass zusätzlich heute Abend Corona-Schnelltestungen angeboten werden, und zwar von 17 bis 20 Uhr im Foyer vor dem Medienraum. Und kann Ihnen weiter mitteilen, dass heute ganztägig entschuldigt sind der Kollege Gerald Kummer, Kollege Becher, SPD, und der Kollege Dimitri Schulz, AfD, sowie der Abgeordnete Frank Lorz bis 16.30 Uhr. Da fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Fehlende Entschuldigungen, das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der amtlichen Mitteilungen.